Hallo Pastor, eine kleine Änderung muss ich euch doch noch zeigen. Ich hatte ja für die Glühkerze, die ja immer bei mir laufen muss, damit er schön ruhig läuft, der Viertakter, habe ich festgestellt, dass sie einen hohen Stromverbrauch hat und somit den Empfängerakku hier hinten ziemlich schnell leer nuddelt. Jetzt habe ich den für den Empfänger und den habe ich für die Glühkerze hier. Und hier vorne habe ich ein Relais eingebaut. Und wenn ich jetzt den Empfänger anmache, geht die Glühkerze auch mit an. Alles andere ist gleich gewesen. Der eigentliche Fehler war denn ja beim Hinterradgetriebe, was ja hier unten sitzt. Ne? Da war ja die Achsellose. Und nun müssen die Probefahrt ja wohl belegen. Wenn ich jetzt hier anmache, kommt auch diese Leuchtuhr hier. So, eine kleine Probefahrt konnte ich euch zeigen. Hat nicht alles hingehauen, wie ich das wollte, aber da habe ich schon wieder was Neues in Arbeit. Das zeige ich euch dann auch noch.